Jo, wir sind Terror-Team, Terror-Label, Fight for Music. Wir sind hier draußen am Norden von Berlin in Schönwalde und wir spielen jetzt ein bisschen Paintball, Alter. Jo, Akte 1, wir sind hier direkt an der Front, immer noch dabei. Terror for life, Alter. Terror ist mein Leben, Alter. Terror ist, seitdem ich geboren bin, habe ich nichts. Seitdem ich geboren bin, kämpfe ich für mein Recht, kämpfe ich dafür, dass ich wahrgenommen werde. Das ist Terror im Prinzip, ja. Mit den wenigsten Mitteln aus dem Untergrund alles zu schaffen. Das ist auch Untergrund. Untergrund-Terror ist für mich so ein und dasselbe. Früher war Terror Graffiti, Trainsmine. Das ist Terror. Das ist für mich Terror-Label. Also so bloß auf Musikbasis irgendwie. Ja, einfach sich selbst treu bleiben vor allen Dingen. Fight for Music, das heißt, kämpfe für dein Recht, Wichser. Das Team brennt alles weg, da ist nicht mal Asbest sicher. Es hat keinen Zweck, Dicker, dann nimm dir den Rest. Stricher, Therapie die Welt, unser Blick erhält, denn wir sind unser Selbst sicher. Rap ist für mich Therapie. Ist für mich Therapie, um mit dem Leben klarzukommen und mit der Gesellschaft klarzukommen. So ist der einzige, ist meine Waffe, wo ich alles mal rauslassen kann. So. Mir ist eigentlich auch egal, ob die Leute es mögen oder nicht. Hauptsache, ich kann es mir zu Hause anhören und fühle mich gut dabei. So, so wie es angefangen hat, war es für mich nicht so, ey, ich will jetzt rappen, weil ich Bitches haben will. Ich will rappen, weil ich Kohle haben will. Nein, das war so, ich will rappen, weil ich was zu sagen habe. Ist auch Quatsch, anzufangen zu rappen, weil man Geld haben will. Ja? Weil das bringt nichts. Das schaffen nur ganz wenige. Könnt ihr alles sein lassen, Alter. Wenn ihr nicht wirklich rappen wollt für euch, so, glaubt mir, bringt nichts mehr. Zeit ist vorbei. Weißt du, müsst ihr Techno machen oder so, damit verdient der Schotter, Alter. Schön auflegen in Clubs, ist das Beste. Oder Zuhälter. Es ist ein Begriff, die Polizei ist blitz. Sie finden nichts außer einer weißen Weste. Es ist das Prinzensitz, er hat alles im Griff. Mit Blick auf die Glitz siehst du das Beste. Bei der Musik ist mir halt echt wichtig, dass man das zusammen mit Leuten macht, mit denen man sich gut versteht, mit guten Atzen und so. Ist egal, ob er super cooler Rapper ist. Akte! Wichtig ist, dass man im Studio Geld chillen kann, Alter. Ja, schnell los, Alter. Was los? Ich hab die Beats von den anderen. Komm, Alter, los, komm. Okay, los. Da hinten kommst du schon. Vero One, TK, TLB, Italo Arab, Terrorlabel, Terrorteam, Fight for Music. Na, mein Rap ist auf alle Fälle direkt. Es muss ehrlich sein, die Wahrheit muss drinne sein, so. Es darf keine Top-Story drinne sein, so. Und authentisch. So, weißt du, wie ich meine, so. Und das ist einfach mein Rap. Stille Wasser sind tief und der nix sagt, er kann auch nicht lügen. Terror, Regel Nummer 1 heißt, sich selber nicht zu betrügen. Ja, Rap ist das, was ich kann. Ich habe erweiterten Hauptschulabschluss. Ich kann nicht mal richtig Worte zusammenfassen, wenn ich aufnehme. Dann ist immer ein Akte da, der mir sagt, das heißt dem, nicht den oder und so eine Sachen so. Und Rap ist einfach das, wie ich mich richtig ausdrucken kann. So. Ich kann dir nicht sagen, ey, das pisst mich an, sondern ich muss dann wirklich einen Text schreiben, damit die Leute das verstehen können, was ich meine. So. Fight for Music heißt Hustle für die eigene Sache. Wir machen Geld und teilen es mit der Jugend der Straße. Ich baue auf euren Hass, er bringt mich stets nach oben. Für uns geht's nur noch geradeaus und nicht nach unten, Junge. Ich scheiß drauf auf dieses Image-Rap und alles, dieses Blabla, Alter, das interessiert mich alles nicht. So, ich mache Rap, weil ich Bock dazu habe. So. Also guck mal, in Berlin früher war das so, man hat sich zufrieden gegeben mit einem Döner und kaltem Wasser. So, jetzt mittlerweile wollen sie alle nur noch Geld machen. Das heißt, sie hasseln, sie machen, sie sind hinterfotzig, Dings, Hauptsache Kohle, Kohle, Kohle. Okay, weißt du, ich meine, dann soll jeder so machen, wie er denkt. Mach das da hier weg, komm! Wow. Okay, Taylor One, mein Name, 23 Jahre, Terror-Team, Terror-Label. KCR Südberlin, Terrorlabel. Wirklich, weil Rap hat ja auch damals angefangen, dass man sich nicht mehr auf der Straße mit Schlagen bekriegt und sowas alles, mit Gewalt, sondern halt dann mit Worten. So, und so habe ich den Rap kennengelernt am Anfang an und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man auch halt Battle Rap machen sollte. Ihr werdet gebumst, sie sind am Zug, Schläge bis ihr aussieht wie die Blue Man Group. Du wirst besucht von der Terror-Clique, wir haben eigene Regeln in unserer Sippe. Ich mach Partymucke, ich mach harte Mucke so, aber wie gesagt, immer auf der ehrlichen Basis so, ich muss nicht irgendwas übertreiben, was nicht so ist so, weil ich auch keinen Bock habe, dass irgendwelche anderen kommen und sagen, ja, ach du bist so, na dann zeig mal her, so, wozu, hab ich nicht nötig. Immer noch für euch Gott, du Mistkind, glaub daran, du bist nicht Boss, du fottest mich, du Spaß, du brauchst meinen Namen. Das war's von Terror Label Fight for Music für Rap City Berlin 2.